Jetzt kommen wir zu einem Theater hier in Nordenham, was es jetzt auch schon einige Jährchen gibt und die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Boulevardkomödien auf die Bühnenbretter zu bringen. Das hat es nämlich eine ganze Zeit lang hier im reichhaltigen Angebot von Theatergruppen nicht gegeben. Wir hatten plattdeutsche Bühnen, wir haben ganz normal eine Theatergruppe gehabt, aber Boulevardtheater, so klassisches eigentlich englisches Boulevardtheater, das gab es hier in der Region nicht. Mit dem Theater Fatale hat sich das geändert. Und die sind gerade dabei, ein neues Stück auf die Bühnenbretter zu bringen. Und das ist, das werden Sie gleich hören, ein alter Klassiker, wo eine Pension ebenso eine Rolle spielt wie eine Irrenanstalt. Wie das zusammengeht, das erfahren Sie in unserem folgenden kleinen Beitrag. Sehen Sie mich an. Mantel London, Hut Paris, Stiefel Wien, Uhr Genf. Die Hände werden feucht, das Herz schlägt vor Aufregung schneller, die Nervosität macht sich breit. Auch wenn man schon oft auf der Bühne stand, das Lampenfieber bleibt. Doch wenn erst einmal der Vorhang aufgeht und der Applaus zu hören ist, schlägt die anfängliche Nervosität schnell in Euphorie um. Doch bis es soweit ist, liegt viel Arbeit vor allen Mitwirkenden eines Stückes. Bereits Anfang Februar haben die Amateurschauspieler des Theater Fatales mit den Proben des Stückes Pension Schöller begonnen. Unter ihnen sind sowohl alteingesessene fatale Schauspieler als auch einige Neulinge, die sich 4 bis 5 Mal in der Woche trafen, bis auch die schwierigsten Textpassagen saßen. Auch wenn das nach harter Arbeit klingt, darf aber eines nicht zu kurz kommen. Wir haben unheimlich viel Spaß bei den Proben, das Stück überhaupt erstmal so zu erarbeiten, weil da auch viel gelacht wird und viele Kleinigkeiten passieren, wo wir einfach eine Menge Spaß bei haben. Und ansonsten ist es einfach lustig, in eine andere Person reinzuschlüpfen und die darzustellen und nachzuempfinden und nachzufühlen. Und zu gucken, was passiert da auf der Bühne. Und ach, es macht einfach Spaß, ist einfach lustig. Und lustig ist auch die Handlung des Stückes. Gutsbesitzer Philipp Klapproth möchte seine Stammtischbrüder beeindrucken und eine Heilanstalt für Geisteskranke besichtigen, um einmal echte Irre zu erleben. Ermöglichen soll ihm den Besuch sein Neffe Alfred, der finanziell von Klapproth abhängig ist und somit schlecht Nein sagen kann. Einziges Problem ist, dass Alfred keine Irrenanstalt kennt. Die Familienpension Schöller, in der viele skurrile Gäste ein- und ausgehen, kommt ihm da gerade gelegen. Sein Onkel fällt auf den Schwindel herein und amüsiert sich prächtig über die vermeintlichen Insassen. Neben einem abenteuerlichen Großwildjäger, einem Major, der zu viel trinkt und meckert, ist auch ein vermeintlicher Schauspieler mit einem Sprachfehler unter den Gästen. Dieser Sprachfehler war für Darsteller Axel de Grave trotz seiner 20-jährigen Bühnenerfahrung eine besondere Herausforderung. Der Typ, der spricht kein L. Jedes Mal, wenn er ein L sprechen will, kommt ein N bei raus. Und einen Sprachfehler so darzustellen, dass er wirklich als Sprachfehler auch durchgeht, dass das Publikum einen auch abnimmt, dass man nicht jedes Mal auf das Wort einen draufsetzt oder unbedingt meint, es müsste ein Lacher werden, sondern dass ein Sprachfehler wie Lispeln oder dass dieser Sprachfehler normal rüberkommt. Das war das Schwerste an der Rolle. Jedes Mal, wenn ich eine Bouillon, Lyonnaise, Anna Maison avec de Neuf bestelle, wirft mir der Koch einen Tenner durch die Nucke. Aus wie vielen Elementen soll ein echtes Nied sich nähren, dass es Neien gern empfinden? Der Beste ist nicht. Die Regie für das Stück übernahm der freiberufliche Schauspieler und Theaterautor Ulf Görges, der bereits 2005 für das Theater Fatale arbeitete. Durch seine jahrelange Erfahrung weiß er, worauf man bei der Inszenierung eines Komödienklassikers wie der Pension Schöller besonders achten muss. Die Herausforderung bei einer Komödie ist ja immer, dass man mit dem Timing sehr gut arbeitet. Also es ist ja was anderes als jetzt im Realismus, wo man da auch nicht so drauf achten muss. Also einfach die Komik aus dem Stück rauszuholen und das nicht, indem man platte Gags setzt, sondern die Situation eben, was ich auch vorhin schon gesagt habe, für sich sprechen lässt und dass daraus die Komik entsteht. Das ist sehr spannend zu arbeiten. Das Ende werden wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Wer wissen will, ob der Schwindel auffliegt, kann sich das Stück noch bis Anfang Mai im Güterschuppen in Nordenham ansehen.